Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EW2KTV zu einer neuen Folge von WWE 2K17 My Career. Wie gestern schon zu sehen war, heute ein Match gegen unseren Abonnenten, den Tim. Schauen wir mal, ob es wieder so wird wie beim letzten Mal. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass wir aktuell 0 Rivalenpunkte mit Rusev haben. Da müssen wir gerade mal nachschauen, weil eigentlich haben wir schon ein Match gegen ihn gewonnen. Ach, guck mal, hier ist auch unser neuer Abonnent. The King ist das. Sieht ein bisschen aus wie Sin Cara. Wo ist denn der Rusev hier? Da ist er doch. So, ein Sieg gewonnen, aber irgendwie hat das null Einfluss auf die Rivalität gehabt. Ich weiß nicht warum. Na gut. Wer ist denn noch hier so? Rusev, können wir den? Wir können den nicht mal angreifen. Was soll das? Heute hätte ich den angegriffen. So. Also, Raw geht in die nächste Runde. Vorletzte Raw-Ausgabe vom nächsten Pay-Per-View. Der letzte war ja nicht so der Knaller, wo wir nicht mal ein Championship-Match hatten gegen Cesaro. WrestleMania auch noch. Wenn heute. Tucson, Arizona. Make sure you don't go anywhere, because the legendary WWE action is coming up next. So, Tyson Kidd verliert gegen Seth Rollins, Jaden Jett gegen Brody Tyson, Curtis Axel gegen Bo Dallas, die Wyatts gegen die Dudleys, Zack Ryder gewinnt gegen Kane natürlich, oh, jetzt wir gegen den Tim. We got one-on-one action coming your way next, King. It's the best. We have one of our breakout talents in a match I am sure we will not soon forget. Oh man, I can't wait to see these two go at it. So, weiter geht's. Der Tim hat ja übrigens entschuldigt, dass er, dass sein Wrestler hier ist, der irgendwie nur 67er Gesamtstärke hat. Aber ohne Mist, mir ist das so lieber, dass dann mal irgendwie so Abonnenten auftauchen hier in den Folgen. Da freut ihr euch sicher auch, wenn es euer eigener Core ist, als dass wir jeden Tag ein Match gegen Brock Lesnar haben, was einfach mega uninteressant ist. Nach so vielen Folgen. Ich wollte ja mal zählen, wie viele Brock Lesnar Matches wir jetzt schon hatten in den, keine Ahnung, ich glaube 213 oder 214 Folgen, die wir jetzt haben. Ich denke mal, es ist so 70, 80 bestimmt. So, da kommt er wieder. Das Team. Ich muss trotzdem sagen, dieser Effekt ist geil. Wenn das Feuerwerk kommt, dass dann der blaue Screen kommt. Ja, skippen wir. Aber es ist jetzt auch Tims Raw-Debüt hier. Sonst hatten wir immer die Matches gegen ihn bei SmackDown. Oh, der erste Schlag von Tim. Tim war im Trainingszentrum. Jetzt haben wir ihn. Oh, und Tim blockt alles. Was ist mit Tim los? Boah, Tim! Was geben die ab hier? Two superstars, two immense talents. I love it. Well, you can forget all the rest of it. These fans in Tucson Hallo. Expect greatness, and this match is definitely gonna give it to them. Was geht denn hier ab? So, jetzt aber. Once the bat goes, it's nearly impossible to stand, let alone deliver any offense. Ah, guckt euch eigentlich mal einen Schlag und hab direkt so viel Prozent wie er. Nach so einer Anfangsphase. Merkst du halt echt, dass meiner auf den 100 ist und Tim wahrscheinlich so einer Stärke bei den 67. Natürlich. Tim im God-Mode. Aber ist gut. Willst kein Squash-Match? Wenigstens kein Squash-Match. Ey, der war doch echt hier im Trainingszentrum. Mann, wie stark der auf einmal ist. Und das liegt an Raw, das kann natürlich auch sein. Oh Mann, ich will den Fans interagieren. Hat der den jetzt getroffen? Ich glaube ja, aber irgendwie hat er auch selber ein bisschen aufs Maul bekommen.
Jetzt hat er den gelben Oberkörper. Weil guck mal, beim letzten Mal ist doch echt sein Körperzustand viel schneller kaputt gewesen. Jetzt ist er erst bei Gelb. Jetzt wollte er sich viel weiter weg. Das ist nicht cool. So. Moves like that can upset your opponent more than hurt them. Hier so eine Art Knee Drop. Nein. He gets out of trouble there. Oh, Alter. The only thing worse is if he were a giraffe. I'd say that's more embarrassing than anything else. Boy, he just got laid out. Keine Chance gerade. Perfectly. Jetzt. Und schon wieder setzt er nach. Tim, du hast ihn doch trainiert, gib's zu. So, 110%. Signature. Oh, wir das Match beenden können. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr Bock drauf habt, genauso der Tim hier mal in meinen Folgen vorzukommen, schickt mir eine Freundesanfrage im PSN, dann add ich euch. Aber schreibt bitte in die Freundesanfrage rein, wer ihr aus den Kommentaren oder auf YouTube seid, damit ich das zuordnen kann. Jetzt schauen wir mal, ob es das ist. 2, 3, jawohl. Am Ende dann doch relativ souverän. Auf jeden Fall, der Tim war jetzt schon zum vierten Mal dabei. Zum ersten Mal jetzt bei Raw. Wäre natürlich cool, wenn auch ein paar Leute von euch dann mal dabei wären. So, war es nur ein 3,5-Sterne-Match. Mein Face-Status steigt nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich die Matches momentan zu unspektakulär gestalte. So, Leute. Wie ihr seht, ich habe das rausgeschnitten, das Match oder das, was mit Rusev passiert. Da hätte ich mich eben nur auf den Stuhl gesetzt und hätte ich wieder skippen können. Es geht das verletzt. Bist du gerade bei 100%? What's up, Renee Young? Gerüchte, ich verletze andere. Gerüchte. Genau, es ist ein Gerücht. Mehr nicht. Ich gebe jeden Tag alles. Verletzt oder nicht. Ob ich bei 100% bin? Ja, ich bin immer in Topform. Beantworte das die Frage. Ah. Kommt da jetzt noch was oder bitte keinen Backstage Brawl? Das war alles. Zurück zu dir, Cole. Main Event Time, folks. Here we go. So, Main Event, The Miz gegen Cesaro, ist klar. Cesaro gewinnt. So, morgen bei SmackDown sehen wir eine Promo mit Rusev. Wir haben minus 12 Rivalenpunkte, warum auch immer. Und ein Match gegen Dolph Ziggler, sehr schön. Also so, seitdem ich hier irgendwie in dieser Intercontinental-Rangliste drin habe, haben wir mal verschiedene Matchpartner, nicht immer das gleiche. Das freut mich natürlich, also war anscheinend keine so schlechte Entscheidung. Auf jeden Fall, das seht ihr logischerweise erst wieder morgen. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst der Folge mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare oder schaut bei mir auf den Discord vorbei. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, einfach mal ein Abo hinterlassen. Wäre auch sehr, sehr cool von euch. Jeden Tag um 12 ein neues WWE-Video. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis morgen und ciao.